потоки ветра. Мы еле слышим, не беспокойся, ведь тебя я не вижу. Одним дыханием с тобой мы дышим. Я для тебя сама лучшая малышка. Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ja, es gibt einen neuen Vlog. Ich war jetzt in meiner Mamuschka und wir sehen uns gleich. Das ist mein Intro, du. Yeah. So, Freunde, I'm back in town. Ich weiß, richtig schöne Frisur. Worum soll es heute gehen? Ich werde heute nach Köln fahren, um genauer zu sein, in 2 Stunden. Das wird sehr knapp, weil ich noch ein Make-up-Video jetzt drehen möchte. Also, das wird... Aber ich wollte euch kurz zeigen, und zwar... werde ich erstmal einen Termin in Köln haben. Da werde ich euch aber nicht beim mitnehmen. Und danach werde ich einen Friseurtermin haben um 15 Uhr bei Etepetete in Köln. Und wie Sie vielleicht sehen, sehen Sie, dass ich aussehe, als ob ich 50 Jahre alt wäre, weil ich so einen Ansatz habe, der einfach grau aussieht. Und das ist auch übrigens meine Naturhaarfarbe. Das nervt mich wirklich übel. Also der Ansatz ist schon sehr, sehr stark. Und meine Haarlänge, meine natürliche Haarlänge, ohne Extensions, ohne nix, ist halt so. Und ich will sie heute so abschneiden. Das wird die krasseste Veränderung, die ich jemals gemacht habe. Und ich bin so gespannt, wie mir kurze Haare letztendlich stehen. Ob ich aussehe wie so ein Penner, dann werde ich nur noch Zopf tragen, Leute. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Köln zu meinem ersten Termin. Und zwar ist der Termin um 12 Uhr. Das ist in 34 Minuten und wir sind gerade mal auf der Autobahn. Also sorry dafür, wenn ihr das seht. I'm so sorry. Ich dachte, eigentlich brauche ich nach Köln total, auch wenn ich über Landstraße fahre, nur eine halbe Stunde. Aber jetzt stand im Navi einfach irgendwie 46 Minuten. Nice. Der Termin ist jetzt durch. Das war echt ein mega geiles Gespräch. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was noch kommen wird. Ja, mein Make-up sieht so nice aus. Echt, ey. Falls die Mädels das sehen, mit denen ich mich gerade getroffen habe. Ihr wart wunderbar, alles klar. Ne? Auf einmal, du bist jetzt wieder im Auto, du bist so scheiße. Ja, gerade so voll. Ja, freut mich auf jeden Fall sehr. Es war wirklich ein schönes Treffen. Und jetzt. Halt's mal. So haben die mich ja auch kennengelernt. Von daher. Wir werden uns jetzt was zu essen suchen. Nee, so ist schöner. Wir werden uns jetzt was Schönes zu essen suchen. Wegen mir, ne? Yeah. Ja, wegen dir. Was war das? Einfach, es war so ein halb Spinne, halb Fliege. Hoffentlich habe ich das drauf. In 1 Stunde 45 Minuten habe ich einen Friseurtermin. Und deswegen müssen wir mal gucken, ob wir jetzt, ob wir jetzt in die Innenstadt selbst fahren oder direkt da so in die Nähe. Damit. Was machst du? Ich wollte auf Lust. Ich wollte aus Luft trinken. Aus Luft? Ich mache immer so. Aber einmal, das klappt nicht. Was ist los? Auf jeden Fall. Einfach guck mal. Wie ich da stehe, guck jetzt. Auf jeden Fall mache ich gerade ein paar Bilder von Alik. Und ey, wenn Alik, wenn ich keinen hübschen Cousin hier habe, ne, dann weiß ich auch nicht, ne? Ja. Ich habe gehört, Instagram-Model. Vor allem, er will die ganze Zeit nicht und ich mache einfach die ganze Zeit weiter Fotos. Wir sind Blitzer hier. Oh, heiß. Oh, wahrscheinlich gesprungen wie Krüppel. Okay. Maschallah. Maschine. Maschallah. Ich mache ein Bild, mach es mal. Aber ich kann das nicht. Mein Arsch tut richtig weh dann immer. Ich krieg so Krämpfe hier. Ich auch. Mein Oberschenkel. Und nochmal. Ich weiß gar nicht, wie Leute so lange. Ey, ich muss euch kurz mal was einblenden. Da saß einfach neben so einer Bank, weil es steht so eine Bank, aber da sitzen so zwei Russen so. Russenhocke. Die ist da. Ich muss meine Beine richtig weit auseinander machen, wenn es klappt. Dann mach ich immer so. Ja, so, ne? Ich kann auch nicht. Ich wollte eigentlich, dass du Bilder von mir machst, nicht andersrum. Ja, hallo, hier ist die Sirgit. Ich hätte gern Simi-Drink. Bitte zum Mitnehmen. Mit Kartoffeln. Ich Was bin Deutsch. In Deutschland eigentlich ist. Genau. Ne? Kartoffeln. Wir gehen jetzt zum Friseur, also in den Friseur rein. Der Termin ist jetzt, wir haben jetzt gleich 3 Uhr. Ich esse noch ein bisschen was. Mir wird jetzt ein Zopf gemacht und dann wird dieser Zopf abgeschnitten. Und ich habe ein bisschen Angst, muss ich sagen. Aber ich freue mich auch. Endlich mal was anderes. So, bist du ready? Yes. Wow.
Bitteschön. Das ist doch komisch, so eine da zu halten, wenn nicht am Kopf sind. Kannst du als Souvenir behalten. Und die Haare sind so eklig kaputt. Ich will keine haben. Schau mal. Oh krass, ey, direkt voll anders. Direkt anders, ne? Übel. Und jetzt hab ich diesen Spielraum, ne? Ja. Immer diese Haare. Aber da ist unten voll viel dran noch, ne? Nimm zurück. Ja, aber schon allein das sieht tausendmal besser aus als vorher. Was ist denn los? Guck mal, wie ekelhaft das aussieht, ey. So viel Haar ist jetzt schon bis jetzt ab. Ist ja gerade an deinem Kopf dran, ne? Ja. Ich habe so wenig Haare, das ist noch nicht mehr fassbar hier. Hallo Mama, ich habe ein Geschenk für dich. Machst du noch kürzer? Ja. Ich muss das dann machen. Ist das nicht genauso wie färben? Okay. Die Länge ist jetzt soweit eigentlich fertig. Sie sind so weich, ach du Scheiße, fühl mal. Und sind du doof. Weich? Ja. Er denkt sie so fremdschämen. Schaut euch das mal an. Du jetzt. Schön. Das erste Spiel läuft gerade von der WM. Das Russland gegen Saudi-Arabien. Und Russland hat das erste Tor geschossen. Ich bin jetzt aus dem Friseur raus. Und guckt euch mal diese Haare an. Ich habe noch einmal Olaplex reinbekommen. Also eine schöne Pflege. Und ich bin so zufrieden. Also ich hätte niemals gedacht, dass mir die Haarlänge so gefallen wird. Und jetzt zeig mal, was ich da noch Schönes bekommen habe. Das ist Shampoo. Einmal von Etepetete selbst Kollagen-Shampoo. Wir sind jetzt ein bisschen in Eile gewesen, deswegen habe ich jetzt nicht mehr nachgefragt, wieso, weshalb, warum, also was das hier bewirkt und alles. Mach doch nicht dein Gesichtfokus, ey. Habe ich jetzt nicht nachgefragt. Aber ich finde die richtig stylisch, diese Verpackungen. Also es sieht richtig nice aus, finde ich. Okay. Idiot. Als nächstes eine Intensiv-Haarmaske mit Arganöl und Panthenol, Feuchtigkeitsspende, Intensivpflege, Silikon- und Parabenfrei. Alle Produkte sind silikonfrei. Das steht Marokkanöl. Marokkanöl ist jetzt auch egal. Mit Arganöl, Spitzenfluid für trockene Haarspitzen. Ah ja! Adidas! Lies mal Silbe. Wenn ich bei 19,99 bin, ich liege nie diesen 1 Cent hin. Da kommt immer 2 Cent. Ja, was mache ich mit den 1 Cent? Kannst du selber aus deiner Tasche bezahlen. Oh, scheiße. Vielleicht machen die ja, wenn du ganz lieb guckst mit den Wimpern klimperst, vielleicht schenken die dir dann 1 Cent. Wimpern klimperst, Bruder, muss los. Mach nicht diesen. Nein, die wollen nie 1 Cent meistens. Nein? Nein, leg einfach mal 20 Euro hin und guck, was der tut. Okay. Meistens gibt er so. Ja. Größte Almanesen, die ich hier mal neben gesehen habe. Ich leg 20 Euro hin. Ja, 1 Cent noch. Hast du es gesagt? Ja. Oh, das ist echt traurig, du. Also zu mir letztens, als ich letztens getankt habe. Ja, ich will auch nie 1 Cent bezahlen. Ja, meint der so, ja, 20 Euro. Habe ich 20 Euro gelegt? Ich so, hä, noch 1 Cent, oder? Der so, nee, ist okay. Ich so, oh, danke. Ich habe sogar schon mal gehört, dass die so bei 5 Cent oder so. Oder einer meinte sogar mal bei 7 Cent, hat er gesagt, ist okay. Ja, das sind wahre Schnäppchen. Mann, nur 10 Cent, aber das ist schon... Eine Sache, da muss man überlegen, wie kann es so weit kommen? Ja, hast ja das Handy geguckt? Ach so. Hallo, ich möchte noch mal kurz das loswerden. Und zwar erstmal, meine Haare riechen unfassbar lecker nach diesem Friseurbesuch. Das ist richtig krass, ne? Ja. Wenn ihr irgendwas wissen wollt zu Preisen oder sonstigem, dann schaut mal vorbei bei dem Video, was ich euch jetzt hier oben verlinken werde. Denn in meinem letzten Video, wo ich dort war und Extensions bekommen habe, da habe ich so eine Preisliste eingeblendet. Und die Rebecca, also die Inhaberin, ist wirklich eine mega Liebe. Man fühlt sich da gut aufgehoben, wenn man dort ist, weil alle voll nett und herzlich sind und richtig cool drauf. Deswegen auf jeden Fall eine dicke Empfehlung von mir. Ich danke dir für den Tag. Ich danke dir auch für den Tag. Ich danke dir. Ciao. Soll ich jetzt wirklich gehen? Ja. Ah. Okay. So, das war's jetzt auch schon von diesem Vlog. Es war wirklich ein gelungener Tag, aber ich bin richtig
K.O. Gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn euch einmal meine Frisur gefällt. Und wenn ihr mehr Vlogs haben wollt. Alik ist jetzt auf jeden Fall wieder richtig am Start. Ich merke, dass der ist wieder voll aufgetaut und wieder in seinem Element. Also ganz zu eurem Vorteil. Weil ich weiß, dass ihr die Vlogs mit ihm mega feiert. Deswegen einen dicken Daumen nach oben. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.